So, der muss noch mal weg. Ja, sehr gut. Und dann den da. Jo. So. Das heißt, wenn jetzt irgendwas da reingeschmissen wird. Ja, dann ist das hier drin. Sehr schön, wir haben ein Item-Sammelsystem. Ne, halt, die müssen ja eh noch ausgetauscht werden. Hier nämlich kommt Holz hin. Nur das Feinste vom Feinsten. Weil, das wäre schlecht, wenn die Viecher uns hier sehen können. Das sind Skelette, das heißt, die können uns halt beim Spawn direkt abballern. Deswegen machen wir hier so ein fettes Glaspanel rein. Und schirmen die dann quasi ab. Wir müssen noch den Gang noch ein bisschen nach hinten ziehen, dann haben wir noch ein bisschen mehr Platz. Sonst ist es ja so ein bisschen einsam. Genau, wir machen noch Lampen in die Decke. Die können wir dann per Schalter aus- und einschalten. Ein- und ausschalten, ne? Ja. Ich werde mir nochmal... Haben wir denn echt keinen Kobbel mehr? Keinen normalen? Na ja, gut. Ich werde mir auf jeden Fall nochmal einen genehmigen hier. Ja, das müssen wir ja doch mal austauschen. Dann schaut es halt auch noch was aus. So. Genau. Mache ich nämlich die hier weg. Oh, Alter, das ist jetzt nicht der Ernst. Ohne Scheiß, verpiss dich. Hallo, das ist genau das, was ich meine. Hallo, was machst du hier? Kann ich dir helfen? Bist du irgendwie gerade am Arbeiten? Oh, du siehst irgendwie beschäftigt aus. Kannst du bitte irgendwie mal, keine Ahnung, mir mal Aufmerksamkeit schenken? Tschüss. Weißt du was? Nö. Alter, fuck you. Du kriegst jetzt deine Gerechtigkeit. Ich krieg meine Gerechtigkeit. Ihr Scheißviecher seid eh nur noch am Nerven. Das heißt nur noch, ich war dir schon immer. Wo bist du hin? Bist du gestorben? Nee. Euren verfluchten Death Sound habe ich noch angelassen. Genau aus dem Grund, damit ich es mitbekomme. Da bist du ja. Alter, ohne Scheiß, jetzt reicht's, Alter. Du bist so fucking nervig. Stirb jetzt endlich. Schluss mit den Scheißspielchen, ey. Blöde Viecher. Oh, ey, der willst du bauen, dann fliegt der mitten in den Weg rein. Was ist denn das für ein Kack? Mann. Ich will nicht wissen, was sich Mojang bei so einem Scheiß gedacht hat, echt. So dermaßen unnötig. So, hier kommen dann Zäune oder so rein. Ja, ich nehme noch ungefähr 20 Minuten auf, dann ist die Aufnahme leider schon vorbei und ihr müsst euch leider gedulden bis zur nächsten Aufnahmesession, aber die wird ja dann auch bald kommen. Oh, das Vorbereiten der ganzen Folgen wird so ein
Das war so ein Spaß, sage ich euch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon damit anfangen soll. Eigentlich wäre es richtig, wenn ich jetzt anfange. Beziehungsweise, naja, kann ich ja gar nicht. Ich muss ja, naja, wobei, das Rendern kann ich auch heute Nacht machen. Kann ich die Folgen über Nacht hochladen oder so? Beziehungsweise morgen schnell hochladen, vorbereiten. Ja, wobei, morgen ist der letzte Tag. Morgen muss ich auf jeden Fall alles gepackt haben, weil am Freitag geht es direkt los. Ha! Es bleibt spannend. Sehr, sehr spannend. So, ich muss schon sagen, es schaut schon sehr geil aus. Ja, wir haben auch ordentlich zu tun hier, ne? Also kommen wir hier wenigstens mal hoch. Genau, hier machen wir erstmal zu. Ganz wichtig, weil die kommen hier ja von überall her. Und da habe ich jetzt mal so gar keinen Bock drauf. So, jetzt ist hier auf jeden Fall schon mal zu. Jetzt haben wir hier unseren Baubereich und können hier machen, was wir wollen. So. Denn ich will machen, was will ich denn machen? Zäune wollte ich machen. Nee, das ist fast richtig, aber auch nicht. Oh, das könnte sogar schon reichen. Ja. Mehr sogar. Ich komme nicht raus. Nee, die gerade nicht, aber die ganzen Steine mal weg. Oh ja, hier schaut's gut aus. Okay, pass auf, dann fange ich jetzt an und buddel mich mal hoch auf die Decke. Das kann ich ja eigentlich direkt hier machen, weil hier ist ja eh die Wand. Oh Gott, ja stimmt, wir brauchen Redstone-Lampen. Spannend, spannend, spannend. Ich denke mal, in der nächsten Aufnahmesession, da werde ich dann, ach, guck an, wir sind jetzt quasi auf Deckenhöhe. Eins nochmal raus. Und dann sind wir jetzt hier auf Deckenhöhe, ne? Ja. Okay, dann müssen wir mal schauen. Nein, eins zu viel. Wo wir die Lampen reinmachen. Jetzt müssen wir mal kurz abmessen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, ich baue das hier mal kurz hinten. Ja, wobei zubauen ist auch wieder schlecht. So, bauen wir das Wasser einfach fix zu. Haben wir nämlich Ruhe hier. So, aber dann können wir nämlich mal schauen.
wo wir die Lampen reinmachen wollen. Hier könnten wir eine Lampe machen. Hier könnten wir eine Lampe machen. Hier und hier. Beziehungsweise wir können die sogar noch weiterziehen, also quasi so. Ja, bezieht sich dann immer schön am Rand des Innenbereichs. Finde ich gut. So, wo war das jetzt? Ich habe es schon wieder vergessen. Oder war das hier drüben? Ja! Das heißt, ich markiere die jetzt einfach mal mit Fackeln, damit ich später noch weiß, wo die sind. Ah ja, genau. Ja, Koppel wäre schon wichtig, ne? Und dann hier nochmal eins. Ja. Moment, ist hier die Wand direkt? Nee. Das war eine... Guck mal, das schaut genauso aus, als ob da jetzt direkt die Wand ist. Ne? Als ob das quasi da das unten drunter irgendwie hier anschließt. Bis der Parallax-Effekt einsetzt, also die Hintergrundverschiebung. So, dann machen wir hier mal ein bisschen Space. Boah, das freut mich immer noch. Ich freue mich einfach immer noch. Das muss ich nach dem Tobi direkt schicken. Also direkt nach der Aufnahme. Bevor ich die Aufnahmen remaxe von MKV in MP4, muss ich ihm das instant zeigen. Wie geil einfach dieser Moment ist. Wie ich diesen Spawner gefunden habe. Das ist einfach so das ist so völlig surreal. Und das im Hintergrund klingt gerade so ein bisschen How to Train a Dragon. Ich kann mich noch erinnern. Boah, das ist eine krasse Erinnerung bis heute. Da waren wir in Rothenburg. Ob der Tauber mit der Schule. 6. Klasse oder so. Und ich hatte da einen Nintendo 3DS noch. Und da hatte ich den dann dabei, um, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mal, warum ich den dabei hatte, um Bilder zu machen oder whatever. Und auf jeden Fall, da war dann am Marktplatz so ein Konzert, also so ein Orchester war da vor Ort. Und dann haben die da angefangen zu spielen. Ich habe das mit meinem DS aufgenommen. Und dann habe ich dieses Video immer wieder auf meinem DS angeguckt. Mit dieser schlechten Quali eigentlich fast schon. Mit dieser schlechten Audio- und Bildquali. Aber es war so geil. Diese Erinnerung einfach, es war so toll. Wirklich. Mit dem 3DS. Weißt du, Nintendo in Real Life einfach. So, das ist... Die Kombi ist einfach genial. Also das... Ah, einfach nur special, wirklich. Absolut, absolut, genau, absolut geil. So, dann ziehen wir das hier runter. Und rüber. Und geschafft. Genau, so soll das ausschauen, dass dann quasi hier so ein Rahmen drumherum steht. Theoretisch könnte man das ja auch zu Loks machen, weißt du? Können ja mal gucken, wie es ausschaut. Ich würde dann quasi irgendwie auf der Höhe nochmal einen Bereich machen, dass man da quasi da drüben laufen kann und dann hier reinschauen kann. In die Area.
Ja, dann. Oh, wir sind schon bei 1,48. Ey. Also ich habe echt Angst gehabt, dass ich heute nicht lang aufnehme halt, weil ich die letzten Aufnahmesessions immer so eine Stunde gemacht habe und dann habe ich ja irgendwann wieder aufgehört, weil ich so eine Stunde gemerkt habe, so boah, nee, jetzt bin ich langsam schon wieder fertig und nee. Ich wusste, heute muss ich sowieso länger aufnehmen, aber es hat sich perfekt gefügt, weil wir ein neues Bauprojekt haben, das hat direkt Motivation reingefeuert und theoretisch könnte ich jetzt sogar noch länger machen, also das ist es halt, aber ich kann, also in dem Sinn kann ich nicht länger machen, wir haben schon 22 Uhr und ich muss die Folgen ja noch schneiden und rendern und alles. Es geht halt, jetzt ist es halt wirklich eine rein Produktions-, also ich muss aufhören, damit ich nicht zu lange aufnehme, weil sonst geht mir die Zeit verloren, die ich noch brauche für Vorbereitungen für den Urlaub und so weiter. Eigentlich ist das der schlimmste Grund, den man haben kann als Let's Play, wenn man aufhören muss, obwohl man die Zeit hätte und die Lust hätte, weiterzumachen. Aber es ist besser so. Es ist wirklich, im Endeffekt ist es wirklich besser so. Und das macht jetzt auch ehrlich gesagt erstmal nichts. Also, und mein Hals macht auch langsam trocken, merke ich gerade. Also langsam brennt er schon sogar ein bisschen. Der Bizeps brennt heute mal nicht, sondern der Hals. Halb. So. Wild. Warte mal, hat das Schwert da nicht einen Namen? Golden Sword. Ne, okay. Weil in Modpacks bekommen die gern mal so einen Namen. Ich wollte was holen. Lampen. Genau, ich brauche 1, 2, 6 Lampen brauche ich. Lamp. Glowstone-Blöcke. Wir haben nicht genug Glowstone-Dust. Wir haben einfach entschieden zu wenig. Schade. Wir müssen ins Nether. Wir müssen einfach ins Nether. Das heißt, ich werde mich jetzt dorthin begeben. Werde mich schon mit... Falsche Richtung. Auf diese Reise, mit dieser Reise, mit diesem... Mit dieser schönen Aussicht jetzt, mit dieser schönen Ruhe, werde ich mich von euch verabschieden so langsam. Ich verabschiede mich jetzt quasi so ein bisschen im Urlaub, auch wenn euch das eigentlich gar nicht stört, weil in 2 Tagen eigentlich müsste es ja dann schon wieder weitergehen. Ja. Genau. Da geht es dann für euch schon wieder weiter. Und für mich... Tja, für mich wird das eine ganze Ecke später sein, tatsächlich. Das wird faszinierend, das wird spannend. Auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, ich werde jetzt noch ein bisschen Folgen vorbereiten auf YouTube, dass die vorbereitet sind. Datum haben, wann sie rauskommen. Dann muss ich ja eben nochmal komplett alles gegenchecken, damit es auch wirklich passt. Dann werde ich erstmal eine halbe Stunde drauf glotzen gefühlt, weil ich dermaßen satisfied davon bin. Ja. Und erst dann gehe ich schlafen. Nein. so schlimm mache ich es nicht. Ich habe ja morgen Homeoffice. Das heißt, ich kann ein bisschen länger wach bleiben, weil ich nicht so früh aufstehen muss. Und genau. So. Dann haben wir es ja jetzt geschafft. Dann würde ich jetzt sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Es war meine Ehre, heute 2 Stunden für euch diese Wahnsinnsaufnahme zu machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Various Mind. Bis dann. Ciao.